Peace Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einige Gründe, wieso One Piece besser ist als Naruto. Zumindest in diesen Punkten. Ich meine, ich will jetzt nicht so viel gegen Naruto sagen. Ich mag den Anime bzw. den Manga sehr. Aber trotzdem glaube ich, dass One Piece über Naruto liegt. Und dafür werde ich die Gründe jetzt hier aufzählen. Viel Spaß! Grund Nummer 1. Der Timeskip. In beiden Serien gibt es einen Timeskip und bei Naruto ist er eher fehlgeschlagen, während bei One Piece es eine absolute Zelebration ist. Der Grund dafür liegt meiner Meinung nach daran, dass Naruto nach dem Timeskip einfach nichts dazugelernt hat. Er ist einfach größer, hat ein bisschen Designveränderung bekommen und das war's. Die Story nimmt einfach ganz normal seinen Lauf. Er hätte auch klein bleiben können in diesem Fall. Bei One Piece ist das Ganze komplett anders. Und zwar hat jeder nach dem Timeskip etwas gelernt und man findet im Laufe der Story heraus, was er alles gelernt hat, beziehungsweise was alle Strohhüte gelernt haben. Sie sehen ein bisschen anders aus, sie haben krassere Fähigkeiten und sie legen den ersten Arc nach dem Timeskip, die nehmen den komplett auseinander, der Gegner hat gar keine Chance und so muss das meiner Meinung nach auch sein. Ich meine, der Timeskip bei Naruto ist halt wirklich nur Zeit ist vergangen. Naruto hat legit nichts gemacht und das war's. Ich meine, man kann beides mögen, aber ich bin eher Fan von dem Timeskip bei One Piece. Der nächste Punkt ist, was Naruto alles kann. Es ist schon ziemlich cool, seine verschiedenen Formen und wie er mit dem Bijuu zusammenarbeitet. Das will ich auf jeden Fall nicht verneinen, das hat auf jeden Fall seine Coolness. Aber was sein Standard-Moveset angeht, für die ersten, keine Ahnung, 400 Folgen, ist halt einfach nicht interessant genug, meiner Meinung nach. Beziehungsweise nicht so spannend wie bei One Piece, wo Ruffy halt immer verschiedene Attacken macht aus dem Gummi, während Naruto jedes Mal den Schattendoppelgänger einsetzt. Und nach 500 Folgen irgendwann Rasengan kann gefüllt und dann nur noch Variationen von dem Rasengan rauskommen und natürlich das Sexy Jutsu. Also es ist wirklich nicht, am Anfang ist es wirklich nicht gut, was das Kampfset, das Moveset angeht. Später muss ich zugeben, es wird da zwar nicer, aber da gibt es auch ein paar Probleme. Der nächste Punkt ist, dass Naruto alles geschenkt bekommen hat. Ich meine, das am Anfang finde ich gar nicht so schlimm. Er kriegt den Bijuu in sich und das ist eine andere Art von Storytelling. Bei Dragon Ball ist es so, dass er immer seine Grenzen überwindet und dadurch hat man mehr das Gefühl, okay, er wird jetzt stärker. Das ist halt das Standard schon im Prinzip. Bei Naruto ist das Ganze halt nicht so. Es ist ein bisschen anders. Natürlich kommt er an seine Grenzen und kann dann zum Beispiel den Bijuu immer mehr kontrollieren, aber diese krasse Kraft hat er schon seit Anfang an in sich. Aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist das, was zum Schluss passiert. Und zwar, dass er einfach so der Auserwählte ist und dann diese ultra kranke Gründer-Chakra bekommt von Hagoromo. Das ist halt meiner Meinung nach ein bisschen too much. Ich verstehe es, damit das enden kann, damit Naruto stärker werden kann in dem Fall, muss sowas passieren für die Story, aber dann hätte die Story halt anders sein sollen, denn ich finde, durch Training muss so etwas geschehen und nicht nur random. Es fühlt sich halt relativ unverdient an, auch wenn das Pacing und alles relativ nice war, muss ich sagen, dass das zum Schluss gar nicht so passend war. Während, wie gesagt, das Timeskip-Problem habe ich vorhin schon erwähnt, Ruffy die ganze Zeit trainiert und auch in den aktuellen Arcs immer Trainings-Arcs bekommt und dann die Rayleigh-Flashbacks, finde ich halt persönlich besser von der Art vom Storytelling her. Das Ende von Naruto. Natürlich kann man das noch nicht vergleichen mit One Piece, aber trotzdem will ich darauf eingehen, dass das Ende von Naruto nicht ganz so satisfying war. Ich meine, man hätte Madara auf jeden Fall dort leben lassen sollen und dann sein Ding machen sollen. Das mit Kaguya war zwar auf jeden Fall ein Plot-Twist, aber einer aus dem Arsch erzogener Plot-Twist. Lieber habe ich dann gar keinen Plot-Twist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Außerdem, ganz zum Schluss die Folgen. Das fand ich zwar relativ cool, auch die Hochzeit war ziemlich nice, aber dass man in dem gleichen Anime nicht sieht, wie Naruto zum Hokage wird, war halt schon ein bisschen, ich weiß nicht. Ich meine, es kam halt als Special raus, dann kam es halt raus, als zum Beispiel in Boruto wurde es teilweise gezeigt, aber dass man den nächsten Anime abwarten muss, also dass man Boruto schauen muss, fand ich nicht so cool. Trotzdem, es hat mir gefallen, wie Naruto zum Hokage geworden ist, aber das hätte in der Story sein sollen. Und ja, das ist ein Punkt, den viele Naruto-Hater erwähnen, was ich auch irgendwie verstehe. Und zwar hat man in Naruto Classic gesehen, dass der Hintergedanke von Kishimoto war, als er Naruto geschrieben hat, dass man quasi mit viel Ehrgeiz und Training dem Schicksal quasi entgehen kann. Dass man quasi nicht alles dem Schicksal überlassen soll, sondern durch Eigenarbeit sehr, sehr viel erreichen kann. Aber zum Schluss hat Naruto auf einmal irgendwelche Jesuskräfte bekommen. Diesen Punkt verstehe ich auf jeden Fall komplett und ich muss echt sagen,
dass das wirklich komplett geändert wurde. Auch nach dem Timeskip war es so, dass dieses Ehrgeizding ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Während bei One Piece halt das ganze System immer noch aufenthalten bleibt, während keine toten Charakter wieder zurückkommen, während keine kranken, behinderten Kräfte auf einmal reinkommen, wo Ruffy dann auf einmal ein Ketchup braucht, es ist alles immer noch ziemlich bodenständig und das feiere ich halt an One Piece, dass er diese krassen Schritte, einfach nicht macht, sondern einfach einzelne krasse Steps und immer irgendwelche stärkeren Gegner, die verschiedene Fähigkeiten haben, dass er in dieser Welt bleibt, dass nicht auf einmal irgendwelche planetaren Zerstörungs-Nuklear-Jutsus erfunden werden. Nein, es bleibt alles noch relativ bodenständig, zumindest jetzt diese 1000 Kapitel lang. Jetzt zum Cast. Der Cast von Naruto, also die Hauptcharaktere, die bei Naruto eingeführt worden sind, sind alle ziemlich cool. Jeder hat seine Fähigkeiten, alle wurden interessant vorgestellt und jeder hat seine Screentime bekommen. Natürlich hat Naruto, Sasuke, Sakura und Kakashi, die haben dann ihre Zeit nochmal extra bekommen, weil sie in einem Team waren. Aber auf jeden Fall ist die Screentime gut aufgeteilt worden, zumindest bei Naruto. Später bei Shippuden wurde das Ganze halt verworfen und es gab nur noch Naruto, Naruto, Naruto. Von jedem Arc zu Arc hat er sich so sehr von seinen Leuten quasi distanziert, was das Power Level anging, außer von Sasuke, dass sie gar nicht mehr rankommen konnten und es einfach nur noch ein Joke war, wenn sie irgendwo dabei waren. Denn sie waren nicht mal eine Hilfe, sie waren nichts, sie konnten nichts anrichten, sie waren einfach nur noch eine Last, vor allem im letzten Arc. Und das finde ich persönlich nicht so nice. Denn stellt euch mal vor, dass Ruffy und Zoro alles carryen, während alle anderen komplett nutzlos sind. Ich meine, natürlich sind Nami oder zum Beispiel Lysop nicht die hilfreichsten, aber trotzdem macht man was aus denen in der Story und sie erreichen alle auch was, denn der Gegner hat einen Charakter, der diese Person ebenbürtig ist. Franky kriegt geile Kämpfe, während halt Shikamaru oder Rock Lee nach Naruto Classic kriegen sie halt quasi nichts mehr und das finde ich halt nicht so cool, das hätte man besser lösen können. Das Ganze war bei One Piece auf jeden Fall immer gut und wird wahrscheinlich immer noch gut sein. Ruffy kriegt zwar seinen Fokus immer, aber alle Charaktere werden noch gezeigt. Es gibt einen Arc, wo man nur die Hälfte der Strohhüte sieht, dann sieht man die andere Hälfte wieder. Es ist auf jeden Fall immer clever gelöst von Oda und diese 10 Charaktere, die Main Strohhutbande, die bauen die immer richtig gut rein. Und das feiere ich wirklich an One Piece, während Naruto, was das halt angeht, nach Classic komplett versagt. Und das finde ich halt wirklich traurig. Stellt euch mal vor, dass Franky einfach nur noch einer ist, der das Schiff aufbaut und man sich über ihn nur noch lustig macht, denn Ruffy klärt alles, er ist nur noch eine Last für Ruffy, das würde halt alles nicht passen, dann wären sie halt keine richtige Piratencrew, während halt Naruto zu was auch immer Jesus wird. Das ist halt wirklich zu krass, meiner Meinung nach. Und ja, das sind die Punkte. Ich liebe trotzdem Naruto. One Piece liebe ich natürlich auch. Das hat auch seine Fehler. Ich könnte ein Video genauso andersrum machen, was mich an One Piece stört und an Naruto besser ist zum Beispiel. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung unten in die Kommentare. Ich will jetzt keinen Krieg auslösen. Das sollte nur ein cleanes, geiles Video sein. Und bis zum nächsten Video.